Hallo, ihr Lieben! Und ich begrüße die Leute! Okay. So, nochmal. Hallo, ihr Lieben! Mirelle ist auch dabei. Hi. Nee, Spaß! Ja, Ritu, komm! Ja, wir waren im Nägel machen. Ja. Zeig mal. Vielleicht mal ein bisschen Inspo für euch, für den Spring. Und das sind Lulus. Genau, ich habe ja so ein Pissgelb. Eigentlich soll das ein bisschen heller werden. Heute Abend geht's zu unserer Schwägerin, die Jessica. Die wird heute, wie alt wird die eigentlich? 28 schon. Du alte Sau, du! Ja. Da steckt so eine kleine Party und ja, nehmen euch wieder ein bisschen mit. Ja. Dale, Mami! Ey, ihr Besser! Oh, Polizia! Polizia! Mausel, los! Die Jessica wartet! Wow, du strahlst wie die Sonne und noch viel heller. Wow, du siehst so... Wow, du bist wirklich eine Augenweide! Mausel, geht mein Slick? Also mein Dutt? Warum? Hä? Die Strähne kann doch nicht hier unten raushängen. Ich weiß nie, wie ich das so machen soll, dass quasi oben, weißt du, ich drehe das immer so ein und dann mache ich so, aber unten können die ja nicht sein, der Rest. Weißt du, du musst wieder so nach oben. Warum so kann man das echt so tragen? Du hast du mir überhaupt zugehört gerade? Ja, grad? Kann man das nicht. Ja, ich habe noch nicht mal was an, Junge. Und du nervst mich schon mit den Haaren. Boah, du riechst ja gut. Das ist Haarsopfer. Echt? Ja. Nein, okay. Das habe ich gerade neu gekauft. Achso, ja, dann nicht. Ich darf nur die alten Sachen. Kannst du jetzt mal, ich meine 10 Minuten, ne? Du hältst mich gerade auf, nur mal so zur Info. Außerdem fahre ich noch, ne? Oh ja, dann lass los. Das ist Driving Shaming, ne? Oh Gott, merkst stop du? Driving Shaming, ja, es tut mir leid. Kannst du Kette schnell ummachen? Ha, nö. Bitte. Ja? Wieso bist du unter meinem Arm? Kannst du das da rausnehmen? Au. Mause! Wir machen jetzt so wie beim Spielfilm, okay? Sein, auf den du hast mir das gerade geschenkt. Ja, ich hab dir das geschenkt. Ich hab eine Kette für dich. Nein, ich liebe sie. Dreh dich mal um. Oh, jetzt haben wir uns hier verhakt. Achso, ich suche meine Kette. Jetzt sie, wir sind gleich da, Mausel. Lulu, Kleinster. Och Mann, ey. Kannst du irgendwas? Mausel, was denn jetzt noch? Ja, Mausel, ich muss meine paar Sachen hier abdecken. Oh, deine 14 Pickel? Mausel, und immer wieder rein in die Wunde. Das muss nicht. Von wem hast du die schönen Blumen da? Hast du einen Verehrer? Jetzt echt? Hä? Nein, Mann, das sind meine Freunde. Was hast du? Laba, von wem hast du die? Von wem hast du die? Aua. Ist das schön wie hier, ne? Oh. Ich liebe deine Mini-Zähne. Schnür deine Nikes und befrei deine Seele. Krass, ich kam gar nicht hinterher wegen den neuen Nikes. Oh, Mausi, wir haben die Geschenke vergessen. So, dann mal los, ne? Stopp. Willst du gegen die Mauer, oder? Ihr wollt ich. So, jetzt wieder, genau, schön Schlenker. Weiter. Gegen dein Auto? Nee, am besten nicht. Perfekt, Mausi. Und jetzt kommst du an der Mauer vorbei. Ja, natürlich. Was? Piep doch nicht einfach. Oh, das ist Sahara dran an meinen Spiegeln. Wieso? Jessie, wir kommen! Krass, dass einfach hier so Knöpfe sind, die aber gar nicht gehen. Ich glaube, falls das Auto mal geupgradet wird, ja. Damit man da schon mal die Knöpfe vorhanden das kannst hat. Du haben. Vielleicht kommt da bald so ein, naja, Sonnenbrillenfach rausgefahren. Ja, da rein, ne? In das kleine. Ach so, ja, so eine kleine, ganz kleine Sonnenbrille. So eine Barbie. Du, dir was los? Das Teil bringt nichts. Mann! Bei mir ist auch ganz knapp daneben. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Jessie. Happy Birthday to you. Nico, ey. Nico, heute Abend. So ein guter Tag, heute geht es die Carbonara. Spaghetti Bolognese. Meine Schwiegereltern ganz stolz. Ja, sag ich, guck mal, meine Tochter, was habe ich gemacht für einen schönen Mann. Ja, kann ich kochen. Wow. Und in die Ofen, Bruschetta. Sì, ma sono schön antipasti? Oh, no, no, solo bruschetti. Un po' di pasta. E basta. Das riecht wie bei Vater damals. Woher du die Gene hast, ne? Ich hab die nicht, ne, mit dem Kochen. Von dem Vater. Von dem Vater? Aber ich wurde auch von dem Vater geboren, ey. Warum hab ich die nicht? Mein Großvater hätte mal gesagt, wenn der Teufel da eben, muss er fäden eben. Ja. Ja, das stimmt auch. Jessie, wie alt bist du geworden? 28. Ey, du gehst ganz steil auf die 30 zu, ne? Eieiei, aber sie sieht nicht so aus. Überhaupt nicht. Jung, brutal, gut aussehen. Bist du auch brutal? Ein bisschen, ne? Du machst jetzt Boxen. Zeig mal, komm. Zeig mal, wie du boxst. Hey, Papi, nein. Wow! Kriegen wir keine Kochen?
Schuh? Hey, Signori, Signori, heute habe ich mich für eine Pasta Carbonara und habe ich für eine Bruschetta gemacht, die ich schon gut unga. Und ich mag auch für die neue Wittimpane, für die, die nicht die Bruschetta voll bekommen können, aber ich habe mich gemerkt. Hier ist mein gerade Carbonara und drüben bei meinen Assistenten ist Spaghetti, Aglio Olio und Peperoncino alla nonna, è perfetto. Oh Gott, ja, ja, mach mal. Ja, ja, oh Gott. Okay. Mausel? Ja? Wie findest du meine neue Strandtasche? Achso, ist ein Wäschesack, ne? Ja, ist ein Wäschesack. So, hey, ihr habt doch einen Wäschesack. Mausel! Entschuldige bitte. Und hüpf! Los! Nee! Ich glaube, du musst darauf drücken, aber ich glaube, das blitzt auch erst, wenn es auf der Haut ist. Bitte, du darfst. Oh, ich hab so Angst, Digga. Oh, dann mache ich erst bei mir auf Mausel. Ja, bitte wieder. Mach mal. Ah, darf man dann Schmuck umhaben? Glaub irgendwie nicht. Irgendwas war da doch, oder? Blazer ist ja auch ein Schmuck. Es wird kurz heiß. Aber es tat nicht so weh. Gib mal her. Los, gib dein Bein jetzt. Aber nur einmal! Nein? Ja, ich zieh weg, wenn es weh tut, ja? Oh, ich hab voll reingeguckt, Digga. Ich bin auch dumm, ne? Echt? Ja. Hast du mir gesehen? Ja. Nee, jetzt echt? Hast du nicht eine Sonnenbrille oder so? Die... Das ist doch voll gefährlich. Hm? Aber guck trotzdem nicht direkt rein, ne? Nee, mach ich nicht. Kannst du aber gucken, an welchen Stellen du schon warst? Nee, kann ich ja nicht irgendwie. Ja, du Dude, wann bietest du eine Laserbehandlung jetzt an, Nu? 19.05. Oh Gott, Blitzlichtgewitter. Mal guck dir mal bitte deine Tochter an. Oh, Sicherheit geht vor. Man absolut. Nein, absolut. Und was hast du vor? Ich wollte meinen Töchtern die Möglichkeit bieten, auszusuchen zu der wunderbaren selbstgemachten Pesto. Ja. Plus Brokkoli. Ja. Welche Nudeln es sein sollen? Nee, Goro, 12 Minuten. Oder die Rosellini. Also ich finde die am besten. Ich habe da reingeguckt. Das willst du. Wow! Ja. Pretty. Riecht gut, Norch? Ja! Wahnsinnig gut! Oh! Mausel, ich sag's dir, wie es ist. Wir haben ein Problem. Eleonora Patrizia hat keinen Schlafplatz. Eleonora hat ihren Schlafsack vergessen. Und ich sag doch immer, denkt an die Isomatte und den Schlafsack. Ja, ja. Was machen wir jetzt? Ich bin hier keine Herberge. Nee. Baccio, ist da noch Platz bei dir für Eleonora Patrizia? Der ignoriert mich. Guten Morgen, ihr Lieben. Eleonora, Patricia, wie hast du geschlafen und vor allem, wo hast du geschlafen? Dude, ich habe so Videos gesehen, wo man Hunden was beibringt, indem du auch den Hund spielst. Und quasi ich dir den Befehl gebe und du das immer machst, dann gebe ich dir Leckerli, dann sage ich Baccio, Baccio, mach und okay? Nicht so Lust auf Leckerli. Welche Hunderasse ist Mirelle? Mausel. Mirelle ist ein Hundesohn einfach. Oder ein Königspudel. Ein Terry Blue Terrier. Ja! Wir wollen Baccio schon länger beibringen, dass er die Tür zumacht. Und das ist schon mal ganz falsch. So, bleib. In meine Richtung gucken. Hier spielt die Musik. Hey! Ich muss ein Hund sein. Komm. Nein, mach ganz normal. Nee. Okay, dann sei ein Hund. Tür zu. Fein, Mirelle. Fein. Baccio? Mirelle, mach wieder auf. Mirelle, mach wieder auf, wir müssen Teamwork sein. Baccio, Tür zu. Mirelle, Tür zu. Fein, Mirelle. Baccio, Tür zu. Baccio. Mirelle, Tür zu. Baccio, Tür zu. Tür zu. Tür zu. Tür zu. Elli, Tür zu. Stell dir vor, sie nimmt jetzt einen Lauf und schmeißt sich dagegen. Tür. Ja, so, ich verstehe es nicht. Mirelle, du hast es ganz toll gemacht. Ja. Du hast die Tür ganz wunderbar immer auf mich gehört, zugemacht. Ganz, also wirklich toll. Und daher bekommst du jetzt den Knochen überwiesen. Oh, ja. Danke. Schweine, Ochsen, Ziem, Nasenhaar. Nasenhaar auch? Ja, lecker. Oh, ich kotze meine Hände. Riech mal, riech. Wenn du ein Mann bist, riechst du. Und? Kein Mann. Weg. Ey, damit kannst du auch Dings gehen, ne? Paddel mal damit. Nimm jetzt, Digga, das stinkt.
Nimm ihn! So, wir haben jetzt gerade meinen Vlog-Probe geguckt und Rico beschwert sich immer, dass ich kein gutes Ende habe. Deswegen machst du jetzt das Ende für alle Vlogs, also bemühe dich. Für alle? Ja, ja. Okay. Signori, Signori, wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lasst Ihnen gerne ein Like da oder ein Abo. Und unterlegt die Telefonnummer von meiner Mutter, weil ich bin immer noch Single und so eine Mann oder eine Frau, ich weiß nicht, inzwischen. Nicht witzig. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch und bis zum nächsten Mal.